Nach dem Start von Apollo 11 sind doch Reisen in den Weltraum was ganz Alltägliches geworden. Reinste Routine. Discovery, a tribute to the dedication, hard work, and come on. We have a mission. We have liftoff. And we have liftoff. And there is going to be a journey of the Jupiter that works as part of the International Space Station. One, engine ignited. And we have liftoff of SpaceX Falcon 9 rocket and Dragon. Tagtäglich können wir Bilder vom Arbeiten im Weltraum sehen. Doch ist wirklich alles Routine? Gelingt wirklich jeder? Eigentlich gibt es drei Arten von Weltraummissionen. Schwierige Missionen, schwierigere Missionen und sauschwierige Missionen. Das Flyby-Manöver ist eine schwierige Mission. Man fliegt an einem Himmelskörper vorbei und macht Fotos von ihm. Schwieriger ist es, wenn man wie der Mars Reconnaissance Orbiter in eine Umlaufbahn um einen Himmelskörper einschwenken will. Man muss dazu das Objekt abbremsen, darf das aber nicht zu doll tun, denn ansonsten würde es wie ein Meteor in der Atmosphäre des Himmelskörpers verglühen oder halt aufschlagen. Aber die schwierigste aller Missionen, das Sauschwierige, das ist die Landung. Schaut euch 7 Minutes of Terror, die Landung von Curiosity an. Bei Rosetta dauert die Landung ganze 7 Stunden. Doch wie kam es zu dieser Mission? 1985 startete die europäische Raumsonde Giotto zum Halleyschen Kometen. Diese Mission war ein großer Erfolg. An diese Erfolge wollte Europa anknüpfen. Die Raumsonde Rosetta sollte einen Lander bei sich führen und diesen auf den Kometen landen lassen. Am 2. März 2004 startete die Ariane mit Rosetta an Bord von Kourou. Allumage Vulcain. Décollage. Eine solche Mission kann nicht direkt geflogen werden. So wurde die Schwerkraft von Erde und Mars und wieder der Erde dazu genutzt, die Sonde Rosetta an den Asteroiden Steins und auch an Lutetia vorbei zu katapultieren, bevor sie mangels Sonnenlicht in den Winterschlaf geschickt wurde. Giotto war auf jeden Fall der Auslöser, dass wir in Europa mehr wollten auf dem Gebiet von Kometenforschung. Und
das Interesse, das durch Giotto für die ganze wissenschaftliche Community in Europa erweckt wurde, das hat sich dann auf Rosetta übertragen. Und wir sehen heute sozusagen den Erfolg und auch das Interesse in Kometenphysik, dass wir Rosetta haben. Wir gehen zwar jetzt in den Winterschlaf, aber in 3 Jahren werden wir den nächsten großen Erfolg für eine europäische Mission haben. Wir waren immer überzeugt, dass die Analyse von primitivem Material wie Meteoriten, Mondproben und eben Kometen uns in der Frage, woher kommen wir, uns weiterbringen würde. Nicht bis zum Ende, wir wissen noch nicht alles, aber wir waren überzeugt, dass das ein sehr wichtiger Schritt sein würde. Und ich glaube, die Geschichte, diese Mission hat uns recht gegeben. Und deshalb ist es doppelt wichtig, dass wir jetzt mit Rosetta wieder zu einem Kometen fliegen und noch bessere Messungen machen. Das war ein großes Erlebnis und weil sich das alles auf einen Punkt, auf einen kleinen Zeitpunkt konzentriert hat. Und die Mission selbst durchzusetzen oder zu machen, war auch sehr interessant. Und das war ja eine der ersten oder die erste Mission, die in den Weltraum gegangen ist von der ESA. Und ich bin sicher, dass ESA heute die Giotto-Mission nicht noch einmal machen würde. Weil das Risiko, das war sehr groß. Das hat man Gott sei Dank nicht richtig erfasst am Anfang, wie groß das Risiko ist. Und heute ist man mehr konservativ. Und wenn man dann ein Rendezvous macht oder ein Länder macht, dann will man auch ein Rendezvous machen. Der Länder alleine, viel zu riskant und so weiter und so fort. Und das war ja wirklich ein Schuss, wenn die Kamera nicht gegangen wäre, dann hätten wir dann nicht mal gewusst, wo der Komet ist. Heute haben wir 2 Navigationskameras, 2 Science-Kameras und damals hatten wir nur eine. Also das ist eine aufregende Angelegenheit gewesen und das ist das Schöne. Das ist die Pionierzeit, wenn Sie so wollen. Das mit der Erwartung ist so ein bisschen schwierig. Natürlich wissen wir so ungefähr, was es auf einem Kometen gibt. Wasser, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, das sind die ganz langweiligen Sachen. Aber dann wissen wir ziemlich sicher, es gibt Kohlenstoffmoleküle, auch größere, mehrere Kohlenstoffbindungen drin. Es gibt also C2H4, es gibt langsam Methanol, gibt es auch. Das geht dann weiter zu größeren Molekülen, wo es dann langsam interessant wird, sofern die gasförmig zu machen sind, sind die interessant. Das ist mit der Erwartungshaltung schwierig. Wenn ich da hingehe und sage, ich will etwas finden, ohne zu wissen, ob es das gibt, das ist mir zu risikoreich. Als Rosetta den Kometen erreichte, überraschte die Sonde die Wissenschaftler. Denn die Form des Kometen, die vorher als kartoffelförmig angenommen worden war, entpuppte sich nun als ein Kontakt-Binary, wie es so schön heißt. 2 Kugeln, die irgendwie zusammengebappt sind. Rosetta flog immer engere Bahnen um den Kometen herum, um ihn besser kartografieren zu können, denn es musste ein guter Landeplatz für Philae gefunden werden. Danach wurde der Orbit wieder angehoben, um Philae aus einer Höhe von ungefähr 22 Kilometern auf den Kometen 67P Churyumov-Gerasimenko abzuwerfen. Stunden nach dem Aussetzen wird der Lander Philae die Kometenoberfläche erreichen und dort mit den Forschungen beginnen.